Wie haben wir das Ganze aufgesetzt? Also wenn wir von dem Projekt an sich reden, dann reden wir von der KA Academy. Ja, wir haben das damals einfach so gebrandet, damit klar ist, dass wir mit jedem Fachbereich die Reise quasi machen wollen, einmal uns anzugucken, was sind wirklich eure Trainingsbedarfe pro Position? Ja, und das auch global. Also wir haben uns jeweils den globalen Head, also das sind bei uns entweder ein EVP oder ein VP des Fachbereiches geschnappt und gesagt, komm, wir müssen das jetzt angehen, wir gucken uns mal an, was habt ihr schon, was braucht ihr noch, wo sind die Lücken? Und dann gehen wir in die Richtung, naja, was wird jetzt digitalisiert im Sinne, wo ein E-Learning Sinn macht? Was bleibt aber auch ganz klar Classroom Training? Ja, und das ist natürlich unsere Aufgabe auch rein, aus dieser ja, didaktischen Perspektive zu unterstützen, weil da muss man auch ein bisschen aufpassen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne, weil die Gefahr besteht schon, dass die Leute sagen, ja super, machen wir ganz viele E-Learnings, dann kommt da ein neuer Mitarbeiter, der wird einfach vor all diese E-Learnings oder Step-by-Step-Guides gesetzt und dann kann der das. Das ist natürlich nicht so. Also man muss natürlich gucken und ganz clever aushören, für was macht das Sinn, für was macht das aber auch keinen Sinn, für was brauche ich auch nach wie vor ein Face-to-Face-Training. Das all das machen wir im Rahmen des KA Academy-Projektes. Pro Fachbereich. Wir treffen auch ganz klar eine Make-or-Buy-Entscheidung. Ja, das ist dieses kleine Sternchen. Das heißt, wo macht es Sinn, dass wir Content intern kreieren, weil es ein wirklich sehr KA-spezifischer, das kriege ich auch automatisch spezifischer Prozess oder ein spezifisches System ist. Und wo können wir etwas einkaufen? Ja, also wir würden jetzt ganz platt gesagt ja nicht anfangen, irgendeine Excel-Schulung zu machen. Das kann man einkaufen. Also da setzen wir jetzt von uns intern niemanden dran. Aber wenn eben eine Transaktion in SAP Kirchhoff spezifisch ist, dann macht es halt Sinn, dass wir da eine Hilfe zur Verfügung stellen. So, und jetzt mal über die Zeit gesehen, wie sind wir da vorgegangen? Ich habe gesagt, 2018 war das erste Mal, dass ich das gepitcht habe und 2019 haben wir dann mit TTS sozusagen losgelegt, einen großen Auftaktworkshop. Ja, und das war eine ganz spannende Reise. Als ich das gepitcht habe, habe ich von Anfang an quasi diesen Dreijahresplan vorgelegt und habe gesagt, pass auf, wir müssen so ein bisschen die Fachbereiche ja aufteilen. Das hatte zwei Gründe. Einmal, wie gesagt, wir mussten ja unsere eigenen Ressourcen schonen, ja. Und zwar insofern, als dass wir damals auch von unserer Kappa nur zwei Leute waren und ich habe die liebe Vimala mit dem Thema komplett allein gelassen. Ja, Vimala hat 2019 bei uns angefangen, ich war hochschwanger. Ich habe gesagt, Vimala, hier ist TTS, ich bin in 3 Wochen im Mutterschutz. Du musst das jetzt mal anfangen einzuführen. Ja, das heißt, wir haben auf Basis unserer Kappa schon gesagt, wir müssen einen realistischen Project Framework machen, den wir auch unterstützen können. Ja? Und Vimala hat das dann ganz toll auch weitergemacht, während ich dann sozusagen weg war erstmal. Und wir haben quasi in Rücksprache mit der Geschäftsführung und den Fachbereichsleitern entschieden, wann es Sinn macht, welchen Fachbereich zu starten. Und das hing auch ein bisschen davon ab, wie weit war der Fachbereich in der Globalisierung. Ja? Das heißt, die Fachbereiche, die schon weiter vorhergetrieben waren, und das war bei uns zum Beispiel, was man hier bei Q1 2019 sieht, Manufacturing Engineering und unser KA Production System, das ist unser Lean Management Bereich. Sehr standardisierte Bereiche schon zu dem Zeitpunkt, Punkt 1. Punkt 2, sehr engagierte Führungskräfte, mit denen wir auch schon eine gute Beziehung hatten. Ja, das ist für so ein Projekt auch immer super, dass man weiß, man hat da so einen gewissen Speed hinter, dass die Leute auch mitziehen und man muss da jetzt nicht in eine Bittstellung gehen, dass die da irgendwie mitmachen. Und die anderen Fachbereiche haben wir dann tatsächlich danach aufgeteilt, ja, wo steht der Fachbereich, wann ist der Fachbereichsleiter bereit, mit diesem Projekt zu starten und haben das auf die 3 Jahre aufgeteilt. Man darf das jetzt aber nicht falsch verstehen, dass wir jetzt fertig sind. Ganz im Gegenteil. Wir haben zum Zeitpunkt heute, ne, das endet ja bei 2021. Das liegt daran, dass das nur der Startzeitpunkt der Projekte ist. Wir haben tatsächlich, also die zwei ersten Fachbereiche jetzt abgeschlossen. Die anderen laufen aber alle. Das wird auch ein kontinuierlicher Prozess sein, weil selbst wenn jetzt so ein Fachbereich fertig ist, werden wir auch zweimal im Jahr weiterhin natürlich immer wieder sehen, weil die Dinge ändern sich. Ja, wir sind ja einfach viel zu, ne, also, viel zu sehr im Wandel, als dass man sagen könnte, ich habe jetzt so ein Set an Dingen und das bleibt jetzt einfach mal stehen. Es war aber trotzdem eine gute Idee, dass wir das, sage ich mal, in einem Maß gemacht haben, wo wir sagen, von den Zeitpunkten, dass das halt für unsere Unterstützung kapazitätig auch klappt, genauso wie im Fachbereich. Weil was ist die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist auch, es ist nicht, dass der Fachbereich nicht will, aber wie es immer so ist, interne Ressourcen müssen zur Verfügung gestellt werden. Das ist genauso, wie wenn man über interne Trainer diskutiert. Das ist auch immer eine leidige Diskussion aus der Personalentwicklung. Natürlich brauchen wir diese Trainings. Nein, Zeit hat eigentlich leider keiner. Aber Frau Kinder machen sie trotzdem mal. Ne? Also, ja, geht nicht. Also, deswegen, das Commitment muss schon da sein. Bei uns hat es immer geholfen, dass wir es auch wirklich beim Fachbereichsleiter angesiedelt haben. Wir werden auch nie müde, sage ich mal, zu predigen in unserer Organisation, dass Personalentwicklung der Job der Führungskräfte ist. Und dass auch jeder Mitarbeiter selbst verantwortlich für seine eigene Entwicklung ist. Ja, wir stellen nur die Prozesse und die Frameworks bereit. Wir sind Ansprechpartner, wir helfen gerne weiter. Wir können aber zu dritt auch überhaupt nicht da jeden retten. Ja, also deswegen, das haben wir auch immer im Rahmen dieses Projektes gepredigt, ja, um dann möglichst viel Commitment und Drive dazu zu bekommen.
Jetzt muss man vom Zeitplan auch noch mal ganz kurz sagen, uns hat die Krise natürlich insofern geholfen, als dass das natürlich das Thema Digitalisierung im Lernen noch mal angefeuert hat, weil wir dann alle plötzlich im Homeoffice saßen. Also insofern hat uns da die Pandemie, was die Digitalisierung, ja, ich hätte lieber nicht gehabt, die Pandemie ist ein anderes Thema, aber im Sinne der Digitalisierung vorantreiben, hat es uns definitiv geholfen. Und jetzt noch mal ganz kurz, wie wir uns mit den Fachbereichen aufgestellt haben. Ich habe ja eben schon gesagt, der Fachbereichsleiter ist sozusagen auch Teil des Steering-Komitees, dieses Projekt zu verantworten und hat uns dann eben Ressourcen zur Verfügung gestellt. Von unserer Seite aus ist es so, wir zu dritt leiten eben pro Fachbereich diese Projekte, wobei ich auch sagen muss, Marla und Mary sind diejenigen, die das ganze Schiff wirklich lenken. Also wir haben die Fachbereiche aufgeteilt an die beiden. Und die machen wirklich monatliche Calls mit den Fachbereichen, um dieses Thema voranzutreiben, um zu gucken, wo stehen wir, was braucht ihr, wie viele Autoren brauchen wir in eurem Bereich. Und dann haben wir uns für, ja, man kann das, also in der IT ist das ja häufig so eine Key-User-Struktur. Mir war von Anfang an klar, wir brauchen irgendwas, was uns, also das hört sich jetzt blöd an, aber was uns die ganzen Autoren vom Hals hält. Weil wir können nicht weltweit alle Autoren trainieren, die Fragen beantworten etc., sondern wir haben von Anfang an klar gemacht, wir definieren einen sogenannten Functional Lead für jeden Fachbereich. Und der ist dann auch dafür verantwortlich, wiederum die Autoren innerhalb seines Fachbereichs ein bisschen zu lenken, Fragen zu beantworten. Ne? Ist natürlich realistischerweise trotzdem so, dass mal Fragen zu uns durchkommen, aber dann es soll so ein bisschen das Thema abfedern, dass wir das auch langfristig als Struktur beibehalten können. Das funktioniert auch sehr gut. Die Mala und Mary sind auch diejenigen, die das Netzwerk sicherstellen. Das heißt, wir machen auch mal Aktionen für die Functional Leads. Wir bedanken uns bei denen natürlich, weil die eigentliche Arbeit und der Dank, der gilt auch den Functional Leads und unseren Autoren. Ja, diejenigen sind diejenigen, die die Inhalte erstellen, auch wenn wir das Projekt übergreifend betreuen. Aber ohne die geht es eben nicht. Ja, und durch diese Struktur oder diese Projektstruktur würde ich sagen, das war schon das, was uns auch geholfen hat, das überhaupt alles in den letzten Jahren zu stemmen und auch in Zukunft zu stemmen. So, genau. Und was erwartet uns da jetzt? Also ganz wichtig zu verstehen, auch wenn wir heute darüber reden oder wenn Fragen aufkommen, wir sind noch lange nicht am Ziel. Ja, also wir sind jetzt einfach mittendrin. Wir betreuen alle Fachbereiche. Wir haben schon unfassbar viel erstellt. Die Orange ist weltweit ausgerollt auf jedem Computer. Jeder kann das nutzen. Wir sind da aber natürlich noch immer wieder drin, die Orange weiter zu befüllen, zu entscheiden, was ist wichtig. Ja? Außerdem haben wir auch ein gewisses Qualitätsmanagement. Das heißt, wir haben gerade auch wieder einen weltweiten Survey an alle Nutzer der Orange rausgeschickt, um mal so ein bisschen zu hören, ja, wie läuft's? Hilft euch das? Was hilft euch? Welche Formate helfen euch? Und welche Themen fehlen euch noch? Ja? Und dann haben wir sozusagen zwei Wege. Wir haben einmal sind wir nah an den Fachbereichen dran, um die Bedarfe eben zu verstehen. Und wir kriegen auch nochmal von den Mitarbeitern selber so ein bisschen Feedback. Nee, also mir fehlt da jetzt aber noch in SAP der und der Bereich. Warum wurde das noch nicht gemacht? Dann können wir das wieder aus der Umfrage dem Fachbereich zurückspielen und sagen, hey, lass uns doch mal drüber reden, wollt ihr da nicht was machen? Ja, weil es wird einfach nachgefragt. Und dann, was ich eben nochmal gesagt habe, ein ganz großes Thema jetzt für die Zukunft, also nicht nur für die Zukunft, sondern das nehmen wir uns auch schon für dieses Jahr vor, ist, dass wir uns nochmal speziell auch auf unsere Werker quasi konzentrieren und gucken, wie wir das Thema Digitalisierung auf dem Shopfloor auch voranbringen.